ich bin der Christian. Und ich bin der Paul. Wir stellen ein kaltes Saxophon vor. Ein Saxophon gehört zu den Holzblasinstrumenten, obwohl es aus Metall ist. Der Grund dafür ist, dass auf dem Mundstück ein Rohrblatt aus Holz ist und mit seinem der Ton erzeugt wird. Das Saxophon besteht aus drei Teilen, aus Mundstücken mit dem Rohrblatt, einem S-Bogen und der Korpus. Um einen Ton zu erzeugen, muss man Luft ins Mundstück reinblasen, nachher fängt das Rohrblatt um zu schwingen und dadurch entsteht der Ton. Zur Familie für die Saxophone gehören viele verschiedene Instrumente. Es gibt das Sopransaxophon, das Altsaxophon, das Tenorsaxophon und das Baritonsaxophon. Und wie ihr seht, haben wir kein zwei für den mitgebracht. Mein Instrument ist das Altsaxophon. Es hat ganz einen feinen Klang und man kann hohe und tiefe Töne damit spielen. Mit dem Instrument fängt man meistens in der Musikschule an, Saxophon zu lernen. Und wie ihr seht, an ihr kennt, ist der Tenorsax mitgebracht. Das ist ein bisschen größer und klingt ein bisschen tiefer. Ein Saxophon ist ein sehr vielseitiges Instrument und wird vor allem in Big Bands, in der Jazz- und Popmusik verwendet. Es wird aber auch oft als Soloinstrument eingesetzt. Und jetzt spielen wir ein Knallstück. Saxophon ist einfach ein Bergsinstrument und eignet sich für viele verschiedene Anlässe. Deswegen lernt Saxophon und Camp Swins!